Ajo, was geht von der Eckaufstaffel? Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, das letzte Mal sind wir mit Altair stehen geblieben. Ich hab dann nochmal geguckt. Ich musste ganz, ganz komisch irgendwie hochkracken, hab's aber dennoch geschafft. Kurz zusammengefasst, was passiert ist. Altair hat sich mit dieser Madame getroffen aus dem ersten Teil, die wir ja am Leben gelassen haben, kurz vorm Ende. Und ja, die haben so ein bisschen rumgeknutscht, dies, das. Und ich glaube, sie war schwanger. Also irgendein Kind, irgendetwas muss irgendwie in der fernen Verbindung mit Dingens, mit Ezio sein. Ich weiß nicht genau was, aber ich glaube, Altair und diese Templerin, mit der er geschlafen hat, ist sozusagen die Mutter von dem Großvater, von des Großvaters, dessen Großvaters, dem sein Großvater, dessen Großvater, dem sein Vater. Der Vater von Ezio war. Irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann hier aufgewacht und jetzt geht's auch weiter. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir. Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. So ein Ja, entschuldige Spast. bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? So, den Hobby, du Schon. Kick. Bitte, das reicht. So eine Missgeburt. Apropos Träume, da muss ich auch mal was erzählen. Ich habe ja auch gerade vorhin, also ich bin heute aufgestanden, so, wir haben jetzt gerade 6:34 Uhr, ich bin so um 4:30 Uhr aufgestanden. Und ich habe so einen seltsamen Traum gehabt, wie wirklich lang nicht mehr. Ich habe eigentlich keine, nicht so seltsame Träume. Muss ich auch mal kurz erzählen, kurz mal Real Talk hier am Rande an der Stelle. Auf ganz trocken, auf gechillter Basis, wie man so schön sagt. Ne, aber ich habe so einen komischen Traum gehabt. Und zwar habe ich geträumt, dass ich mich mit einer Person gestritten habe, die ich von damals kannte, einem Mädchen mit roten Haaren. Die Insider wissen, wen ich meine. Und ich habe mich irgendwie mit ihr gebieft. Ich weiß nicht weswegen, aber auf jeden Fall habe ich nicht so das beste Verhältnis mit ihr gehabt. Und am nächsten Tag habe ich dann mitbekommen, dass sie gestorben ist im Film. Also im Film, sage ich ja, im Traum. Da habe ich so gefragt, hä, wie gestorben? Ja, sie hat irgendwas im Gehirn gehabt, was wir nicht wussten. Wahrscheinlich so ein Hirntumor und sie ist leider Gott heute Nacht, ja, ist sie nicht mehr aufgewacht, sie ist tot, sie ist gestorben und ohne Spaß, die Gefühle, die ich dann bekommen habe, als ich das mitbekommen habe, dass sie gestorben ist und dann ich beim Be diesem Begräbnis war und diese letzten Bilder von uns beiden sozusagen gesehen habe. Ich habe so ein widerliches Gefühl gehabt. Das war, als ob ich wirklich jemanden verloren hätte, der mir wichtig war. Dieses Gefühl von innerlicher Leere und Einsamkeit. Als ob jemand so ein Stück von mir herausgenommen hat. Ich habe mich wirklich leer gefühlt und dann bin ich aufgewacht. Ich dachte mir so, Alter, fick doch meine Mutter, was war denn das für ein Scheiß? Ich hoffe nicht, dass es für ein Zeichen oder irgendwas war, aber das war wirklich. Der Rast hat mich richtig gefickt. Das hat mich richtig aus dem Schlaf katapultiert, Alter. Nee, ich habe auch, glaube ich, ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, als ich aufgewacht bin. Also das war wirklich. Puh, das war ein Traum, Alter. Das war. Da, das möchte ich nicht wieder erleben. Also das war wirklich. Das war assi. Das war echt assi. Na gut, wir quatschen nicht zu lange, sondern legen direkt los. Aber das wollte ich auch mal erzählen, so nebenbei am Rande. Das war wirklich, Alter, das war. Ein ganz, ganz komischer Traum. Ein ganz, ganz komischer Traum, Alter. Ne. Ne, da will ich echt nicht wieder zurück. Das waren Gefühle und Emotionen. Das ist wirklich, das ist eklig gewesen. Das ist wirklich eklig gewesen. Umhang in diesem Gebiet nicht wirksam. Ah ja, wir sind jetzt in Venedig mit Da Vinci. Ja, siehst du, die. Was? Erleuchteste Republik Venedigs? Okay. Erleuchteste, Walla, keine Ahnung. Auf jeden Fall wissen die Venedig. So. Bonjour. Messer Da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donna bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Benvenuto. Auf jeden Fall im Traum habe ich, glaube ich, auch der Sorge gesagt, ihn
Ingresca den Patch, also das, was man in Assassin's Creed sagt. Das war... Kommt, ich zeige euch ihre Wunde. Das war wirklich, ne, das war ein Traum. Unser erster Halt, die Rialto-Brücke. Das war ein Traum, Digga. Das ist Gemisch mit Assassin's Creed so ein bisschen gewesen. Keine Ahnung, Digga. Ganz, ganz eklig. Ganz eklig. Lasst uns weitergehen. Da wären wir. San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht... Ah, zeig dir mal die Stadt aus. Und der Uhrenturm. Magnifico. Sie können wir mal noch irgendwie weiter. Die Scheiße ziehen wir uns später rein. Ah, oh, Freunde, Freunde. Der Traum habe ich echt gefickt, ohne Spaß. Das hat mich richtig aus dem Schlaf gerissen, Digga. Aber wie, Alter? Ich musste erstmal klarkommen, Ruf. Es gibt. Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Sollen wir das mal, sollen wir den verteidigen, oder? Na gut. Das ist ihn schon weg, sonst hätte ich die jetzt alle abgeschlachtet. Und wir brauchen nur noch zwei Assassinengräber. Dann haben wir eigentlich die Dingens. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen. Pass doch auf, verdammt! Oh, die ist süß. Der hat uns bestohlen. Ah gut, wir haben noch 13.000. Aber ich hätte wollen, ich hätte ihn das ehrlich gekauft. Und hier haben wir den Palazzo della Seta. Heimat Emilio. Aber die ist eine Süße gewesen. Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Alter. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Ha, was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Was für Missgeboten. Richtige Bastard, aber vom Feinsten. Na gut. Ach so, wir können. Okay, verstehen. Wenn wir schnell gehen, können wir die bestellen. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Sehr gut zu wissen. Ist das das neue Haus von Da Vinci? Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder. Seine neue Werkstatt, geil. Passt auf. Das ist perfekt. Als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. Na gut, Da Vinci. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht hier immer offen. Grazie, Ehrenmann. Freund. Di nulla. Ein richtiger Ehrenmann. So. Okay, Emilio Barbarigo. Was ist denn das jetzt? Emilio Barbarigo. Jetzt lass erzählen. Der venezianischen Industrie, Schrecken der Unterwelt. Unterstützt von seiner Familie. Brachte er den Markt mit geschickten Schachzügen, wie die Konkurrenz zu verdrängen und Lobbyarbeit, unter seine Kontrolle. Er gründete die venezianische Polizei fast ganz alleine. Er machte die Straßen wieder sicher und seine Finanzen steuerfrei. Emilio behauptete, ein Unterstützer der Republik zu sein. Das Problem ist, wenn dir die Polizei gehört,
werden Wahlen schnell lästig. Und die Opposition sowieso. Na gut. Interessant, sehr interessanter Charakter. Okay, warte mal. Okay, das ist noch. Da gehen wir jetzt nach Flori. Das ist ein Aussichtspunkt. Na gut, da gehen wir erstmal zur Mission. Gehen wir erstmal zur Mission auf jeden Fall. So, fantastico. Wunderbar, fantastisch. Kriege bei 3 Likes auf jeden Fall. Weg mit dir. Ach komm schon, Mann. Tschüss. Nein, 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 nein. Aua. Na toll, Digga. Anders wehgetan. Ja, mein. Na komm her. Wer will? Warte, wir nehmen dir das Schwert. Wir nehmen dir das Schwert. Scheiße, eine Rüstung ist kaputt. Wir müssen nach dem Kampf auf jeden Fall mal zum Schmied. Jawohl. Ja, Problem ist, die können halt auch kontern, ne? Das ist so das Problem. Nice. Die können halt auch mies kontern, die Wichser jetzt. Jawohl. Oh, jetzt der Fette. Der ganz mies Fette. Stirb schnell, Capito. Zuschlagen, jetzt! Weg, du Hurensohn. So, chillelelelele. Weg. Zack. Na komm. Nein, nein, nein. Mach nicht diesen. Mach nicht diesen. Oh, geh doch sterben, Mama, das ist so dumm. Die Kerle machen wir noch ihm. Komm her. Nice. Jawohl. Haben wir alle ausgeschaltet. Stirb. Alter, kaum sind wir hier einmal angelangt, Digga, schon haben wir hier Stress ohne Ende, das gibt's ja gar nicht. Wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. Das ist die TUS. Ah, ich glaube, jetzt erlernen wir die Fähigkeit. Genau. Sie ist erwischt. Hey, ich brauche eure Hilfe. Wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los! Va bene, wohin? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Na, großartig. Ezio, Sie wissen Bescheid. Rette die Jungfrau im Nöten. Rosa heißt sie. Entschuldigung.
Ja, Missgestalten. Ja, Wichser. Jawohl. Wir müssen auf jeden Fall unsere Rüstung danach reparieren, Digga. Definitiv. Allein wäre ich besser dran. Merde, warten Sie doch. Die ist mies erwischt. Die meisten sind eh schon down. Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch! Ich bin auch hinter dir, Madame. Komm her. Ey, geht. Hallo. Ey, du Hurenkind. Mann, da alles nur wegen dieser scheiß Fotze von Dingen, Zivilistin, Alter. Ich wollte gerade von hinten rein, weißt du, aber nee, Ezio muss wieder Scheiße bauen, na toll. Okay, wieder von vorne. Na toll. Mann, du Pisswichser. Ey. Nein, den linken. Wir schicken dich in die Flammen. Weg. Digga, ihr seid solche Unterkinder. Stirb. Alter, was nehmen die alles? Mann, ich kann das gar nicht, Digga. Fick dich. Digga, die sterben nicht. Was machen die denn? Was schluckst du, du Hurensohn? Lass die Alte in Ruhe, du Bastard. Frauen schlägt man nicht. Endlich. Und jetzt? Der ist fast down, die Alte. Alter, was die Typen nehmen, das ist ja der Wahnsinn, Alter. Allein wäre ich besser dran. Halt die Klappe auf, Junge, sonst ramme ich dich nach China, Alter. Die ist ja schlimmer als meine Oma, Mann. Allein wäre ich besser dran. Ja, was denn? Soll ich dich in den Arsch ficken, damit du sagst, du bist zufrieden oder was? Verfluchte Bogenschützen. Noch etwas. Jawohl. Nice. So, sind Sie jetzt zufrieden? Kommen Sie, Madame Rosa. Aber sie wird uns etwas beibringen, was wir auf jeden Fall gebrauchen werden, Digga. Eine sehr, sehr, sehr wichtige Fähigkeit, Digga. Dass wir, dass Ezio hochspringen und sich krallen kann. Das kann er nämlich noch nicht. Keine Sorge. Von euch wird auf eine andere Art sterben. Ich sehe ihn. Man munkelt, dass das neue Gerät aus... Stirb. Jawohl. Sie kommen näher. Okay, Madame, bitte kommen Sie mit. Oder sagen Sie den Weg an. Verfluchte Bogenschützen. Los, Mann. Noch etwas. Oh, Entschuldigung. Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch. Ich bin doch genau neben dir. Ich bin genau neben dir, die sagt, beeil dich. Ich bin 3 Meter weg.
Also wenn die Arsch schickt, will kein Thema. Jetzt ist Meister in dem Bereich. Verfluchte Bogenschützen. Wo ist denn dieses scheiß Wasser, Digga? Die hat eine Route. Gott erbarme mich, Alter. Okay, wir sind, glaube ich, da. Die läuft ganz normal. Ja, das sind unsere Männer. Jesus, mein Bein. Kommen Sie. Ezio Auditore trägt sie persönlich. Rosa. Onorato, Rosa. Ich bin Ezio. Ich weiß. Was soll das heißen, ich weiß? Erzähl! Och du dreckiger Hurensohn, ich fick dich. Man schlägt keine Frauen. Du Bastard, Alter. So. Weiter geht's. Kommt, ich habe 150 Florin bezahlt, also bleibt gefälligst da, wo ich euch sehen kann. Frisch gefangene Igel! Ugo! Was ist los? Rosa ist verwundet. Gebt sie her. Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Vorsicht. Die ist auf jeden Fall eine Süße. Definitiv. Geht. Ich übernehme die Wachen. So. Ich töte alle, die hier durch deine Leiche heute den Scheiß auf. Neun. Perfekt. Tötet sie, Ezio, schnell! Okay, die sind da. Es gibt keinen Grund hier. Was zuhörst. Nice. Kommen wir erstmal mit hier. Weil sonst. Ey! Genau. Komm. Hallo. Och man, ich muss also erstmal rauf, bevor. Hallo! Walla, was ist das? Ich will Ding ins Krall nehmen, da passiert gar nichts. Ja, ins Wasser mit dir, du Hurensohn. Du Hurensohn. Tschüss. 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 So. Ich glaube, das waren alle. Das sind, glaube ich, alle gewesen, oder? Nee, es geht noch weiter. Toll. Ganz toll. Wir schießen immer noch auf uns. Warte. Da hat gar keiner geschossen, meine Liebe. Oh nein. Aua. Weg. Und auch du, Habibi. Weg. Sicher, Mama noi. Och, Ezio. Du kletterst wie eine Muschi. Mache Platz. So, hoch hier. Ah. Ah, kann ich kurz für den kaufen? Ja, bitteschön. Ja, mehr wollte ich nicht. Dankeschön.
geht auf jeden Fall noch weiter. Ich muss auf jeden Fall da meine Rüstung reparieren. Wir haben ja 15.000 Florin. Das geht fit. Sie korrupts, Alter. Wie lange willst du noch hier Rundreise machen, Amarahoim? So. Eine Feder. Fantastisch. Jawohl. Ganz genau. Geht's auch ein bisschen schneller? Hä? Warum bleiben die stehen? Aha. Also wir sind sozusagen fertig. Fantastisch, super. Beten kannst du später. Ich muss zu Antonio. Vorsicht. Lasst mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, Hugo, tu, was er sagt. Jetzt geben wir schon den neuen die Befehle. Also die Arme ist voll verletzt, Digga. Hey, hey. Aufwachen. Okay. Monsieur Ezio, Sie wissen Bescheid. Ja, der Typ kann mit Frauen umgehen, definitiv. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Sie muss verarztet werden, sonst ist sie alter Marsch. So schön hintun. Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts. Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern. Geh, hol die Anker. Mach schnell. Ihr müsst mir helfen. Ich feier die. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt. Porca puttana! Ben Fatto. Ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Aber den Typen kenne ich auch noch von damals. Den kenne ich noch. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünschte dir Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Die kennen Arbeit uns. In Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Ja, gut, dass die uns kennen. Auch die Madame kennt uns. 4000 Florin. Jawohl, das hat sich ja gelohnt hier, Alter. Das ist richtig viel Kohle. Avanti. Ezio. Prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier. Was? Kostet doch mal. Die kennt Kaffee nicht? Oh mein Gott. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Ja, wo war Kaffee mit Milch. Standard. Er zückt sich schon aus, Digga. Hat schon diesen Geschmack. Was ist denn das? Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen.
Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Fantastico. Dann machen wir das. Da, nochmal 1000, Alter. 5500 Florin innerhalb von... Keine Ahnung was, Alter. Ach, Madame, wie geht es Ihnen? Wir helfen ihr zuerst. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern. Zeig jetzt hier, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Genau das wollte ich. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Genau das, Digga. Greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Okay, das ist die wichtigste Art von Klettersprung. Warte. Das war hier. Spring, Ezio. Genau. Und mit dem Ding können wir dann sehr, sehr viele andere Dinge viel einfacher erreichen. Viel einfacher erreichen, Digga. Das ist das Wichtigste. So, wie war ich? Es gibt bessere. Ah, ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz Ohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Vor der Frari-Kirche, okay. 2000 Florin, Alter, fick meine Mutter. So, das war glaube ich für 2 Sekunden oder so. Wir haben noch sehr viel zu tun. Ja, Aussichtspunkte machen, dies, das. Das mache ich, glaube ich, alles offline. Also. Aua. Ja, das war meine Schuld, das mal heilen. Aezio. Ich hoffte, ihr würdet zurückkehren. Ich brauche euren Rat bei etwas. Natürlich. Sagt mir, was euch bedrückt. Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und Erpressung, ja? Ja. Wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie sind noch in diesem Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun. Perfekt. Frühjahrsputz. Okay, 3 von den Fickfedern. Na gut, der erste ist gerade mal hier links. Halleluja. Es sieht so geil aus, Digga. Wenn wir in dieser Vision sind und auf den Himmel gucken, es ist so heftig. Es sieht voll. Das sieht voll gruselig aus, Mann. So. Wo ist der Hurensohn? Ich glaube, das ist irgendwo. Aua. Ah, auf dem Schiff. Nein! Jawohl! Der erste Kollege. Ey!
Hört auf mit dem Scheiß. Ihr ekligen Wichsfehler, ich smacket euch. Ihr hässlichen Kartoffelkinder. Weg. Jawohl. Wunderschön. So, noch zwei Stück und dann haben wir das. Du Pisswichser. Warte mal, wer bist du? Was kannst du? Ach, Beutel. Ne, Medizinbeutel brauche ich nicht. Aber das nehme ich gerne mit. Ich kann meine Kleider färben. Nö, das reicht schon. In Weiß ist perfekt. In Weiß ist perfekt. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung. Na toll, grazie. Fantastico. Jetzt kurz hier rüber, dann können die Wichser ihre Eier lutschen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Was macht ihr? Erstmal hier rüber, so wunderschön. Ja, genau. Und jetzt hier hoch. So. Hier hoch, jetzt, Oh nein. Oh mein Gott. Gott sei Dank sind wir ins Wasser gefallen. Sonst hätte er das böse enden können. Okay, es ist gar nichts hier. Aber erstmal muss ich wieder hier hochkommen. Warte, erstmal so hier hoch. Ja, komm. Ezio, super. Dann plündern wir kurz, wenn wir schon dabei sind. 100 Florin. Genau. Das wird uns dann noch später bei den Assassinengraben sehr, sehr behilflich sein. Der ist da oben. Ach, der ist schon tot. Geil. 2 von 3 eliminiert. So, jetzt fehlt nur noch ein Zigeuner und dann haben wir das eigentlich. Nein, oh Gott. Oh nee, ich muss auf jeden Fall dann gleich mal die Dinger abreißen. Okay, ich glaube, das ist eine Codex-Seite hier drin. Wie gesagt, wenn wir noch alles erkunden. Hier beim Team Matero Pikschko. Jawohl. Perfekt. Perfetto. Wie man so schön sagen würde. Komm, scheiß drauf. Einfach ein bisschen kämpfen ist das. Aber das Ding ist, kämpfen ist hier viel anstrengender, weil... weil die nicht sofort sterben. In Artis 1 war es ein bisschen einfacher. Aber naja, was soll man machen? AC1 ist nicht AC2. Ja, Fickfehler, ihr Nussköpfe. Komm her. Ich klatsch dich. Ich mach aus dir Hackfleisch. So einfach Stück für Stück.
So, dann den ersten. Dann haben wir den zweiten. Scheiße, drei Rüstungen. Egal, tun wir alles gleich reparieren. Dann haben wir den nächsten. So. Stirb. Du Pisskopf. So, jetzt pass auf. Erstmal natürlich alles reparieren. Dann, was habt ihr Neues? Aha. 17.000, Digga. Erstmal holen. 12.000. Ja. Wir könnten bald eine neue Waffe gebrauchen, auf jeden Fall. Hier zum Beispiel so ein... den Beritz, das ist nur eins, aber hier sowieso ein Schwert. Das ist natürlich ein bisschen... kleine Waffen, ist natürlich immer gut. Messer brauche ich nicht. Munition. Und wozu habe ich mir denn den größeren Beutel geholt? So, erstmal einkaufen ordentlich. Fantastico. Warte mal. Ah, ich brauche auf jeden Fall. Zu schnell, Mist. Ich will nicht wieder in den Kerker. Ich bin sicher. Wohl irgendwo dahin. Schneller, schneller. Bleib zurück. Also ich hasse so eine Jagdmission, Digga. Jawohl. Her mit deinem Geld. 500 Florin, perfekt. Na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen in die nächste Mission. In die nächste Mission, in die nächste Mission. Geh nicht zu Leonardo. Hä, wo denn? Ganz oben, oder was? Warte mal, aber ich möchte zuerst diese Seeschi hier weg haben. Weg damit. So. Ah, du. Buongiorno. Ben trovato, Ugo. Was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Sirte entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Perfekt, wir machen's. Ausbruch. So. Kriege ich bei 3 Likes. Weg mit dir. Kreh bei 3x. Jawohl. So, jetzt. Ja, Pisswichser. Er braucht auf jeden Fall bald neue Waffen. Ein neues, vernünftiges Schwert. Ja, gut. Du hältst keine Minute durch. Du Wichser. So. Haben wir erstmal die ersten Kollegen, die wir befreien müssen. So, raus mit euch, Habibis. Einer muss überleben, okay. Also die jetzt dahin eskortieren. Kommen die?
2, 3, 4. Wo müssen wir? Ach so, zu dem hier. Warte, dann erstmal hier rüber. Schaffen die das? Dann so rüber. Alle vier sogar. Oder wenigstens zwei. Ja, nee, alle vier. Krass. So, dann hier das vorne, das nächste 100 Meter. Das ist nicht so. Ich mag so eine Squad-Mission, die sind cool. Das ist geile Scheiße, geil gemacht. Aber wir müssen auf jeden Fall mal dann gucken, Digga. Warte mal. So. Nice. Jawohl. Du Pisswichser. Na komm. Ach Mann. Stirb doch. Alter. Weg mit dir, du Huren. Stirb. Jawohl. Easy. Jetzt die schön befreien, noch ganz entspannt. Bleib dran. Warte mal. Wo wir gerade dabei sind. So, wo sind meine Männer da? Wir müssen aufs Dach klettern, warte zurück. Wir machen es anders, wir gehen so hoch. Wir gehen so hoch. Haltet ihn! Oh, Ratten! Jawohl. Können die hoch? Okay, da ist einer, da sind zwei. Ja, die kommen schon nach. Die kommen schon nach, die kommen schon nach. Gut, hier lang. Perfekt, das sind die nächsten. Und jetzt. Und jetzt, und jetzt. Weg mit dir. Jesus Christus, warte. Jawohl. Und jetzt das hier weg damit. Perfekt. Super. Was sage ich mit La Volpe? Den Typen haben wir lange nicht mehr gesehen, fällt mir auf. Den haben wir sehr lange nicht mehr gesehen. So, jetzt hier rüber. Dann hier so, gucke da. Zack. Der letzte, die letzte Kollegschaft und dann haben wir das eigentlich. Dann haben wir das. Zack, Digga.
Ja, Pisswichser. Ja, miesen Wichser. Aufmachen den Scheiß. Anschließen. Nein. Och Ezio. Och mein Gott. Komm her hier. Dies desto west. Einfach nach oben klettern erstmal. Ich meine, ich weiß ja, wie ich hinkomme, aber wichtig ist nur, dass die Dingens auch dazukommen können. Also jetzt hier rüber. Nice. So, warum brauchen die hier mal zwei? Das ist doch scheiße. In Dingens brauchen die immer nur eines. So. Kree bei drei Likes. Na komm, runter hier. Kree bei drei Likes. Ja, so, das ist der letzte hier. Fantastico. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Ich gefalle gerne. Ich unterrichte Schule über euren Fortschritt. Kommt später zurück. Ich habe noch einen Auftrag. Was für einen Auftrag? Trefft mich bei den Docks, dann sage ich mehr. Molto bene. Molto bene, Bruder, dieses Italienische, ich feiere das. Meine Oma kennt ja ein bisschen Italienisch. Die hat damals in einem italienischen Restaurant gearbeitet, die war... Ja, die war schon sehr, sehr italienisch angehaucht. Ich bin auch allgemein, ich liebe italienisches Essen. Pizza, Pasta, diese ganzen italienischen, ja, Geschmäcker, die feiere ich eigentlich alle. So würde man kaum glauben bei mir, aber das ist wirklich so. Na gut, da würde ich sagen, wir gehen mal zum Punkt, weil jetzt für 7 Minuten jetzt noch ein Dingens zu machen, lohnt sich gar nicht. Ich würde sagen, wir testen das unsere Kletterskills mal aus und klettern mal da oben auf den Turm. Mal gucken, ob wir es schaffen und wie gut wir es können. Mal gucken, wie gut wir es können. Weg mit dir. So, ich bin ja. Ihr seid alle bei jedem, Digga. Haltet die Fresse. Walla, haltet die Fresse. Aber das Gute ist, seitdem wir jetzt, nachdem wir diese Technik erlernt haben, weil das hat mich ja die ganze Zeit genervt, können wir jetzt viel, viel besser. Viel, viel besser klettern. So. Kurz hier rüber, jetzt hier rauf. Perfekt, und jetzt synchronisieren. Und so haben wir den ersten Synchron. Das ist doch fantastisch. So. Perfekt. Und jetzt sehen wir einiges mehr. Guck hier da, guck mal, wie viel wir jetzt sehen. Die eine andere Codex-Seite vielleicht? Nee. Was ist eigentlich das hier? Auftragsattentat, verstehe. Und das ist eine Amtsperson, also ein Hurensohn, der die ganze Zeit über uns redet. Okay, jetzt haben wir schon einige mehr. Einige haben wir mehr. Ja, Venedizia ist halt ziemlich groß.
Komm, gehen wir mal zum nächsten. 5 Minuten haben wir noch. Quatsch nicht so viel. Sonst bringe ich dich um, Digga. So eine Missgeburt. So, wir sind wieder sauber. Inkognito. Fantastico. Okay, das geht nicht. 3019 Florin in der Gewerk. Ja, perfekt. Wir können dann ein bisschen... Sie kehren wir mal neu. Ja, weißt du was, wenn der Typ Stress sucht, Digga, bringe ich ihn einfach um. Ganz einfach, ich töte ihn einfach. Ich werde ihn schlachten. Ich werde aus ihm Hackfleisch mit Sahnebällchen machen. Fantastisch. Er hätte fast gedacht, er hält sich nicht. Halt die Fresse. Haltet eure Mäule hier. Weg mit dir. Ja, Pissbirnen. Ihr solltet nicht hier sein. Ich bin auf den Dächern, wie ich will, du Hurensohn. So. Halt die Fresse. Deine Mutter suchen. Ich habe ein Date mit ihr. So, fantastico, super, wunderschön. Und Synchronisation. Großartig, Junge. Haben den zweiten Aussichtspunkt erreicht. Und jetzt sehen wir wieder ein bisschen mehr. Ach, eine Codex-Seite. Fantastisch. Ich würde sagen, die holen wir erstmal direkt. Wer will denn jetzt Stress? Ah, es geht nicht, Digga. Ich kann das ehrlich nicht. Das geht gar nicht. Warte, aber lass mich nochmal probieren. Komm. Das muss ja perfektes Timing sein. Das muss ja perfektes Timing sein. Habt ihr gesehen? Perfektes Timing muss. Das ist schwierig. Du Missgeburt, Digga. So, erstmal hier eine Codex-Seite. Perfekt. Warte, dann hole ich das noch kurz runter. So, komm. Weg damit. Na gut, was haben wir hier noch? Wir haben 2700 Florin. Da haben wir noch eine Codex-Seite, die hole ich auch noch kurz. Weil die Codex-Seiten sind sehr wichtig. Die sind sehr wichtig. Wir müssen alle sammeln. Wie? Es gibt eine Abgrenzung, da ist zu? Na toll. Okay, da können wir vielleicht später hin. Da will ich auf jeden Fall die ganzen Aussichtspunkte mal jetzt machen. Komm. Och, Ezio, Mann. Du schnell bist. Ich will nicht wieder in den Kerker. Okay, bei 3 Likes. Da ist der, auf ihn. Oh, nee, das wollte ich nicht. Es sah aus wie ein Fahrlehrer, Digga, mein Gott. Original. Och, ich hab doch X gedrückt. Ach, der ist tot.
Na gut, perfekt, wenn das so ist. Kurz plündern. Nice, die 500 nehme ich mit. Na gut, Fall, würde ich sagen, wir beenden hier mal die Folge. War auf jeden Fall sehr spannend, wir haben einiges erlebt und... Ja, Alter, 6. Folge schon, krass, alles an einem Tag. Ich habe gestern 5 Folgen aufgenommen, heute jetzt eine und dann werde ich später, glaube ich, noch 2 weitere. Weil eigentlich habe ich gesagt, 3 Folgen am Tag so und dann alles rendern, aber ich habe 6 Folgen am Tag aufgenommen, krank gescheit. Ich werde jetzt das erstmal rendern lassen und werde dann wahrscheinlich heute Nachmittag oder heute Abend dann die nächsten 3 machen. Na gut, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Assassin's Creed 2. Bis dann, checkt die Miets und fickt die Juden. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein.